Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in Einzelwerte-Sektion der Formationsdata am Donnerstag, dem 4. Juni 2015. Freunde, es ist schon 9.27 Uhr. Wir müssen Gas geben. Der DAX aktuell bei minus 0,57% oder 11.350 Punkten. Der DAX machte gestern nach langer Zeit wieder ein höheres Hoch und ein höheres Tief. Nachdem wir schon mehrere Tage hier tiefere Hochs hatten und auch schon drei Tage hier tieferes Tief gebildet haben, hat der DAX erstmalig ein höheres Hoch und ein höheres Tief ausgebildet. Nach wie vor Verkaufsformation in der Stochastik mit fallender K- und D-Linie. Wir kommen so langsam in die überverkaufte Situation, das muss aber nichts heißen. Was hatten wir eigentlich für gestern miteinander besprochen? Viele der DAX unter das Tief von gestern und vorgestern unter die 11.260, dann ist 11.200, 11.170 aktiviert. Oder wir gehen über das Hoch von vorgestern, also gestern gehen wir über das Hoch von vorgestern. Das machen wir, Doppelboden der Nackenlinie, bullisch aufgelöst worden. Dann hatten wir gesagt, nach oben hin ist hier ein Kreuzwiderstand, horizontal fallende, trendbegrenzende Linie über den 10-Minuten-Chart, seitdem wir hier das Hoch bei 11.920 gemacht haben, ein bisschen oben drüber, 20 Tage und 200-Stunden-Linie, Kreuzwiderstand, eher wahrscheinlich, dass der DAX hier scheitern sollte, das macht er dann auch. Und macht hier entsprechend diese bärische Bewegung. Der Blick zurück auf den Tageschart. Nochmals der Hinweis, wir haben hier im Bereich von 11.160 sehr viel Unterstützung. Das Tief vom 7.5., in der Zone auch das Tief von 14.5. Einige Aktien hatten hier auch durchaus beachtliches Volumen. Wir haben hier zwei Trendlinien, die Trendlinie seit Oktober 2014, eine innere Trendlinie, die nicht mehr ganz so stark ist, weil sie schon mal gebrochen und wieder zurückerobert worden ist. Und dennoch ist hier eine diverse Zone von Unterstützungen, die zusammenkommen. Dazu auch noch diese trendbegrenzende Linie. Widerstand, bullisch aufgelöst worden, ebenfalls Widerstand. Also um 11.2 bis 11.150 ist viel Unterstützung. Wenn die nicht halten sollte, dann hat der Markt Potenzial in Richtung 10.850 in etwa zu kommen. Ganz entscheidende Zone also, von der wir sprechen. Und wenn man also hier etwas jetzt noch shorten möchte, ich werde es Ihnen gleich zeigen, da muss man wissen, dass man in der übergeordneten Zeit dann halt in eine große Unterstützung reinstellt. Wenn die fallen, da gibt es nochmal richtig Platz für etwa 300 Punkte. Ansonsten kann es sein, dass die Unterstützung greifend der Markt eine Gegenbewegung macht. Hier oben um die 11.550 beginnend bis 11.6 ist 20-Tage-Linie, ist die haupttrendbegrenzende Linie seit dem Allzeithoch und deswegen haben wir hier oben auch sehr viel Widerstand. Wir befinden uns, ich wiederhole mich, innerhalb einer Nebenbewegung. Das war die Hauptbewegung und das ist die Nebenbewegung, über den Tageschart gesprochen, und wir möchten gerne bitte die nächste Hauptbewegung beim DAX traden. Das ist das, worauf wir hinarbeiten wollen. Wenn wir uns das Ganze auf Stundenchartbasis anschauen, fällt der Markt. Also läuft er hier noch eine Weile seitwärts, ungefähr eine Stunde, anderthalb, und fällt dann unter das Tagestief von 11.336, dann haben wir kleinere Ziele. 11.3, dieses Ziel, dann das nächste Ziel bei 11.270, dann 11.220, werde ich Ihnen gleich zeigen, über die Stunde, was ist 11.220 hier. Diese trendbegrenzende Linie, die jetzt unterstützend wäre, hier im Bereich von 11.220, wenn das bärisch aufgelöst ist per Stundenschlusskurs und wir die 11.170 auch bärisch aufgeben, dann 11.100, und wenn wir da in dieser Zone auch per Tagesschlusskurs schließen, dann hat der Markt sogar übergeordnetes Potenzial auf der bärischen Seite. Wir bilden hier über den Stundenchart eine kleine Keilformation. Für den Fall, dass diese Unterstützungen greifen, dass der Markt es schafft, diese trendbegrenzende Linie, die sich jetzt aktuell bei ungefähr 11.420 Punkten befindet, für den Fall, dass wir schaffen, das bullisch aufzulösen, über diese trendbegrenzende Linie gehen, dann ist natürlich wieder das Ziel im Bereich erstens 11.520 und darüber in Richtung 11.6 mit der trendbegrenzenden Linie über den Tag, was man hier auch über die Stunde zeichnen kann. Hier im Bereich von, hier ist es ein bisschen höher, und der oberen Begrenzung der bärischen Flaggenformation plus 20 und 200 Tage Linie. Das wäre also entweder die Formation nach unten weg, dann Dynamik in Richtung 11.000
Und möglicherweise darüber hinaus lösen wir das Bullish auf und gehen wir über die 11.510, dann Potenzial in Richtung 11.6 zu laufen. Alles innerhalb einer übergeordneten Konsolidierungsbewegung, was hier der DAX seit dem Allzeithoch macht. Wenn wir uns Werte anschauen, ich wiederhole mich ja immer, dann entweder wollen wir Werte kaufen, die innerhalb dieser bärischen Gegenbewegung beim DAX kaum eine Gegenbewegung gemacht haben, sondern eher seitwärts gelaufen sind, wie zum Beispiel Fresenius Medcare. Fresenius Medcare ist unglaublich stark gelaufen. Cliffhanger. Das ist der reinste Cliffhanger. Erinnert sich noch irgendjemand an den Film von Sylvester Stallone? Gleichzeitig ist das hier eine Seitwärtskonsolidierung und eine runde Marke, 80. Wenn die aus dem Weg geräumt worden ist, dann haben wir 10%. Das heißt, wenn der DAX ins Laufen kommt, wenn der gesamte Markt ins Laufen kommt, dann wollen wir gerne die starken Werte traden, die dann neues Allzeithoch traden, bilden. Das ist eine Möglichkeit, das auf der bullischen Seite zu traden. Das andere, was uns interessiert, sind Werte, die im übergeordneten Bild mehr bullisch sind, als dass sie bärisch sind. Immer wenn ich bei Gary Weber GW1 eingebe, kommt das nicht. Ich muss es immer tippen und Kürzel sehen Sie, ist GW1, aber kommt nicht. Andere Werte, die interessant sind, sind natürlich diejenigen, die hier bullische Hauptbewegung, große bullische Seitwärtskonsolidierung, das heißt im übergeordneten Bild bullisch sind und hier in dieser Seitwärtsphase eine bärische Bewegung gemacht haben. Diese bärische Bewegung bildet sich durch eine Keilformation. Sie wurde gestern mit viel Volumen bullisch aufgelöst. Ich habe keine Nachricht gefunden. Ich habe gestern geguckt, weiß nicht, was der Grund ist dafür, dass das passiert ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Gary Weber konsolidiert hier zwischen dieser Unterstützungszone jetzt bei 30,77 und der Widerstandszone bei 31,60. Da ist auch die 200 Tage, das ist eine horizontale Widerstandszone und bricht da aus. Das ist die konservative Variante. Die spekulative Variante ist zu sagen, wir haben hier zwei Trendumkehrformationen zur gleichen Zeit. Einmal eine bullische Trendumkehr im Sinne einer Keilformation und dann Doppelboden. Ein Boden, noch ein Boden und ein Doppelboden ist erst dann bestätigt, wenn die Nackenlinie bricht. Die ist gebrochen und in etwa 80% der Zeit kommt der Markt noch einmal an die Nackenlinie zurück und dass man dann hier diese Zone, wenn sie bestätigt ist, tradet. Bitte daran denken, der Markt kann auch nochmal zum Beispiel sogar ein bisschen Richtung 30 laufen. Das heißt, wenn, dann muss man hier mit einem größeren Stop arbeiten und braucht dann auch entsprechend das größere Chartbild, wenn man das hier auf der bullischen Seite traden möchte. Für diejenigen, die spekulativ diesen Pullback traden wollen und auf jeden Fall auf eine Bestätigung warten müssen. Dann, last but not least, hatte ich Ihnen letzte Woche, glaube ich, schon gezeigt gehabt oder Anfang der Woche. QSC, das ist ja ein Setup, das hatte Silvio beim Seminar mit unseren Mentorschülern ausgepackt. Hier eine aufsteigende Dreiecksformation, wobei man sagen muss, QSC ist jetzt ein Wert, was übergeordnet bärisch gewesen ist. Allerdings Volumenprofil bullisch. Volumenprofil hier auch nach oben gerichtet, hier auch mit Volumen nach oben gerichtet. Hatten wir gesagt, ist ausgebrochen. Wenn der ein Pullback macht in Richtung der Ausbruchszone, hatte ich Ihnen Anfang der Woche gezeigt, in Richtung 2 Euro. Wir kommen dahin, bestätigen das, machen das höhere Hoch. Und jetzt hat der Markt Potenzial in Richtung 240 zu laufen. Das ist übergeordnet immer noch eine bärische Flaggenformation. Das muss man bitte wissen. Und man muss bitte auch wissen, dass bei 240 die 200-Wochen-Linie auf uns wartet. Ich zeige es Ihnen einmal ganz kurz hier. Da ist die 200-Wochen-Linie, die wir lange nicht berührt hätten. Das heißt, hier Pullback abgeschlossen. Jetzt Potenzial in Richtung 240 zu laufen. Last but not least will ich Ihnen ein Setup zeigen, was ich nicht so gerne trade, weil es nämlich auch in einer bärischen Flaggenformation ist, nämlich Delticom. Delticom, das ist die Stange, das ist die Flagge. Wir haben gleichzeitig wieder auf der Long-Seite mehr Volumen gehabt, hier mit dieser bullischen Kerze mehr Volumen gehabt, aufwärts gerichtete Bewegung, Pullback an die alte Widerstandszone und für den Fall, dass der Markt hier den Widerstand plus die obere Begrenzung der Flagge aus dem Weg räumt, dann hat der Markt auch Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Und die Fortsetzung kann dann hier kurzfristig in Richtung 26, 50, 27 laufen. Das Bild ist nichts, was ich jetzt mittelfristig auf der Long-Seite traden wollen würde, sondern das ist ein klassisches Swing-Trading. Und Sie wissen, ich mag ja nicht so gerne Aktien, die so abverkauft worden sind. Für viele ist es ja so, naja, der ist ja so stark runtergekommen, der muss ja wieder hoch sein. Ich sage immer, der ist so stark zurückgekommen, es wird schon seinen Grund geben, dass er so abverkauft worden ist. In dem Zusammenhang,
Zählen Sie bitte vorsichtig, wenn Sie mögen. Nachher wird Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Heute Abend schauen wir auf die Rohstoffe und natürlich wird am späten Abend wieder Tom für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den Devisen. Ich wünsche Ihnen entweder, wenn Sie in den südlicheren Gebieten von Deutschland leben, einen schönen frühen Feiertag, ansonsten einen erfolgreichen Handelstag. Mein Name ist Hamed Esnaschari.